des Reiches gesamte Grenze stand in eines Aufruhrs hellem Brand. Der Feldherrn konnt keiner ihn dämpfen, bis Aladdin dem Ruf der Not gehorchend mannhaft sich erbot, auf eigne Faust ihn zu bekämpfen. Vom Herrscher an des Heeres Spitze berufen zog er in das Feld, nicht achtend Mühsal, Frost und Hitze. Bald war von ihm der Feind umstellt und wurde wie beim Hasenjagen trotz all seiner Übermacht in einer einzigen großen Schlacht zerstreut und in die Flucht geschlagen. Dann führte seine tapferen Krieger er heimwärts in Triumph, das Haupt von einem Ruhmeskranz umlaubt, und hieß nun Aladdin der Sieger. In stetem Fluss allmählich reite sich Tag an Tag und Jahr an Jahr, er aber ward es kaum gewahr an seiner schönen Gattin Seite, geliebt und liebend, hochgeachtet und doch von schlicht bescheidenem Sinn. Die Bose, die von Urbeginn das Gute zu vernichten trachtet, sollte aber nach der Gnadenfrist auch ihn mit hartem Streiche treffen. Der Zauberer, der in schnöder List ihn einst sich ausgesucht als Neffen, dann heimgewandert und seit Jahren in Afrika nun wieder saß, wollte eines Tages rein zum Spaß genaueres davon erfahren, wie Aladdin zugrund gegangen. Denn dass der Bursch aus jener Gruft nie mehr, nachdem er drin gefangen, zurückgekehrt zu Licht und Luft, war nicht im Mindesten ihm fraglich. Die Frage, die er noch gespart, galt einzig seiner Todesart. Er setzte sich darum behaglich an einen Tisch, worauf mit Sand gefüllt ein Viereck sich befand, in Schachtelform nahm einen Stift und zog damit nach Zaubererweise im Sande Linien und Kreise, nebst Lettern einer fremden Schrift. Berechnet, murmelnd, unverständlich, nach Grundsatz, Regel und Gebot geheimer Schwarzkunst brachte er endlich heraus, dass Aladdin nicht tot, nein, dass er aus der Gruft entsprungen, zum Glanz und Ruhm sich aufgeschwungen und obendrein als der Gemahl der Sultanstochter herrlich lebe. Ha, war das tückische Gewebe zerfetzt. Er wurde leichenfahl, krebsrot und wieder kreideblass, und dann vor Mißgunst gelb und gelber. Wie, rief er aus in Wut und Hass, der Schatz, den mühsam für mich selber ich ausgespürt mit saurem Schweiß, in 10 jahrelangen Fleiß, der Lampe hohe Wunderkraft, ward mir zu meines Forschens Lohne von einem niedrigen Schneidersohne, von einem Tagedieb entrafft.